Du musst unsere Tür aufschließen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Badblock von uns. Ich bin hier gerade im Bad und muss verkackt hier drin. Also, hier ist die Dusche. Da ist der Felix. Hier ist die Badewanne. Warte, hier so sieht die jetzt besser, glaube ich. Hier haben wir jetzt auch noch die Ecke fertig. Und hier natürlich auch Fliesen, das hat Felix gerade geschlemmt. Deswegen sieht das so dreckig aus. Ja, das bleibt so. Das ist rustikal. Genau, so sieht es also aus jetzt. Und hier haben wir, oder Felix auch schon so grau gestrichen. Aber das ist uns zu dunkel. Und deswegen machen wir das neu. Und zwar ein bisschen heller. Helleres Grau. Sieht auf der Kamera voll hell aus, aber es ist wirklich sehr dunkel. Schick, oder? Ja. Hier ist unsere Badewanne. Das ist eine 1,75 x 70, ne? Nee, andersrum. 1,70 x 75. Ach so, okay. Ja, aber so sieht die auf jeden Fall aus. Schick, schick, oder? Genau, hier kommt jetzt die Toilette hin. Hier haben wir auch schon den Drücker. Ja, und jetzt mischen wir mal die Farbe an. Die machen wir nämlich selber. Aus Schwarz und Weiß. Schauen wir mal, ob das wird. So, Felix klebt jetzt noch die Ränder ab. Und ich habe jetzt gerade hier gemischt und ja, auf Anhieb, sage ich mal, direkt beim ersten Mal so eine schöne Farbe ist dabei rumgekommen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ist ein schönes Grau. Wenn man jetzt überlegt, das hier ist vorher gewesen, dieses Dunkle, und das ist jetzt das Neue, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir werden nur noch mehr mischen müssen, das heißt, hier kommt gleich noch ein bisschen Weiß rein und dann mische ich das nochmal neu. Wir wollten es nur einmal schauen. Das wäre das nicht richtig. So, ich habe ein bisschen gestrichen, so sieht das aus. Haha. Also, ich habe gemischt Schwarz, Weiß und hier das, was wir eigentlich an der Wand haben. Dieses Stone, das ist von Obi. Das ist so ein braun-grau. Wie gesagt, das ist jetzt an der Wand. Das habe ich hier auch noch mit reingetan, den Rest. Und jetzt ist eine richtig schöne Farbe geworden, finde ich. So, wir streichen jetzt also hier dieses Grau. Wenn wir uns noch nicht so sicher sind, dann wird beim zweiten Mal nochmal neu gemacht, weil wir sowieso zweimal wahrscheinlich streichen müssen. Ja, ich versuche sehr ergiebig zu sein. Vielleicht ja. Genau, aber so sieht das auf jeden Fall jetzt aus. Ich bin jetzt gespannt. Ich gehe jetzt einmal runter zur Kleinen. Die ist gerade bei meiner Mutter und dann schauen wir mal, wie das hier nachher aussieht. Ich bin sehr gespannt. Hallo, meine Lieben. Wir haben mal wieder einen neuen Tag. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt mal noch ein bisschen mit. Ich bin nämlich gerade auf der Baustelle. Die Kleine sitzt hier unten und spielt. Ja, heute ist Großputz angesagt hier auf der Baustelle. Also, was heißt Großputz? Aber wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt fast einziehen können. Und ja, das heißt, ich mache jetzt nochmal hier so ein bisschen sauber. Ich bin gerade voll aus der Puste. Ja, die Männer haben nämlich gestern hier im Bad den Boden zu Ende gemacht. Der ist jetzt soweit fertig. Und ja, das heißt, hier muss noch Silikon rein. Überall. Diamanturen müssen ran. Der Waschtisch muss noch rangebaut werden. Die Steckdosen müssen noch gemacht werden. Die Duschkabine muss noch gemacht werden. Und die Toilette muss noch anmontiert werden. Das sind jetzt so die letzten Sachen, die hier gemacht werden müssen. Gestern haben sie sich komplett um die Wasserleitung gekümmert. Die Zuwasserleitung ist jetzt fertig soweit. Es fehlt nur noch die Abwasserleitung. Ich denke, das schaffen wir aber nächste Woche und dann können wir endlich einziehen. Ja, ich habe jetzt hier schon eine, ich wollte mal Feudeln sagen, aber das kennen die meisten von euch ja nicht, Wischwasser zum Wischen. Ich wollte nämlich einmal Lias Zimmer komplett durchwischen, Schlafzimmer einmal komplett durchwischen, Bad einmal durchwischen. Und eventuell dann noch hier den Flur, wobei wir hier sowieso immer durchlaufen. Aber einmal kann man das ja auch grundreinigen, ne? Also einmal kann man das ja wohl mal machen. Genau, Lias Zimmer habe ich letztes Mal schon so ein bisschen aufgeräumt. Hier ihr Bettchen schön gemacht, mit Laken und alles. Genau, und ja, sie spielt hier wie gesagt gerade unten auf dem Teppich. Und wir haben jetzt auch hier für das Expedit so Dröhnerboxen da, die eine rosane haben wir jetzt. Da habe ich noch drei Stück in rosa, aber ich finde,
Ich glaube, zwei würden reichen, sonst wirkt das so zugestellt. Hier steht ja ihr neues Regal. Ja, das ist das neue Regal. Das habe ich bei Action gekauft. Finde ich total schön. Genau sowas wollte ich haben. Und ich finde, das passt hier sehr gut rein. Von dem Holz her und so. Das passt mit dem Balken sehr gut zusammen. Ja, das steht jetzt hier. Das müssen wir unbedingt noch an die Wand montieren, weil, wenn die jetzt irgendwann anfängt, sich hochzuziehen, dann ist das hier auf jeden Fall eine Gefahr. Aber das machen wir vorher noch an die Wand. Bauen wir da oben einfach fest oder so. Irgendwie werden wir da schon eine Lösung finden. Ja, dekoriert habe ich das jetzt hier mit so ihren Steinchen. Hier so ein Kuscheltier. Noch ein Ultraschallbild. Gott, so süß, wie klein sie war, ne? Unfassbar. Ja, dieses Bild hier und hier noch ihre Spieluhr. Ja, finde ich richtig schick. Hier unten steht auch eine Kiste mit Babyklamotten, die wir behalten wollen. Das kommt alles noch da oben wieder rauf. Hier stehen nämlich auch noch zwei. Einmal mit Sachen, die zu groß sind, einmal mit Sachen, die wir verkaufen wollen. Genau, Kleiderschrank ist auch noch leer. Das mache ich alles, wenn wir hier wirklich eingezogen sind. Wenn noch, brauche ich die Sachen ja unten. Hier ist auch noch eine Kiste mit Sachen, die zu groß sind. Ja, hier steht jetzt ihre Garderobe. Irgendwie fand ich das hier nicht passend. Also hier soll sie wirklich nur spielen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, wenn sie neben dem Wickeltisch steht, vielleicht passt das besser. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden. Also irgendwie passt diese Garderobe hier einfach absolut nicht rein. Ich habe echt schon überlegt, die wieder zu verkaufen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich dafür doch irgendwann noch den richtigen Platz. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr die hinstellen würdet. Aber eigentlich da hinten wollte ich halt eigentlich in die Ecke ihre große Krabbeldecke hin tun, dass sie da wirklich eine komplette Ecke hat zum Spielen. Mal schauen. Ja, der Stuhl kommt jetzt auch gleich raus, weil ich, wie gesagt, die Ecke da hinten als Spielecke haben möchte. Und deswegen dachte ich, stelle ich den jetzt mal raus wieder. Wickeltisch sieht derzeit so aus. Aber ich werde jetzt erstmal hier die Kisten irgendwie versuchen auf den Schrank zu bekommen, weil das stört mich ja am meisten. Und dann geht es, wie gesagt, ans Feudeln oder Wischen. Und das Schlafzimmer sieht so aus. Gott, oh Gott. Ja, hier haben wir das letzte Mal das Monatsfoto gemacht. Kann ich auch mal wieder wegräumen. Ja, muss ich ja auch gleich nochmal durchwischen auf jeden Fall. Der ganze Müll muss auch noch weg. Viel besser, wenn die Kisten da oben sind. Also ich habe jetzt nur zwei da oben hingestellt, weil die Sachen, die wir verkaufen wollen, die brauchen hier nicht stehen. Das sind jetzt die Sachen, die wir behalten wollen und das sind die Sachen, die wir, die noch zu groß sind. Genau. Babybauch liegt da auch noch. Babybauchabdruck. Ja, Kleiderschrank ist soweit noch leer. Aber wie gesagt, da kommen die Sachen halt rein, wenn wir umgezogen sind. Hier steht noch total viel Deko. Muss ich auch alles mal ausräumen, sortieren. Genau, ihr Bett, wie gesagt, hat jetzt einen Laken. Ich habe ihr noch ein Spucktuch hingetan, weil hier sitzt sie meistens. Und falls sie spuckt oder so. Genau, hier unser schöner Babybauch, der kommt aber auch noch weg. Ach, ich liebe diesen Bereich. Es ist einfach so schön, ich kann es euch immer wieder sagen. Ja, so, diese beiden Jacken wollte ich jetzt noch wegräumen. Die kommen aber so in den Schrank, weil die schon fast passen. Oder ich hänge die nochmal auf die Garderobe oder so. Mal gucken, erstmal kommt jetzt da rein. Und dann, wollte ich jetzt noch hier die Sachen vom Monatsbild wegräumen. Das nochmal ordentlich falten. Und dann ist das hier auch soweit fertig. Das Regal muss auch noch unbedingt hier an die Wand. Hier soll es irgendwie hin, aber wir überlegen halt wegen dem Baum. Nicht, dass man den zu doll verdeckt oder so. Das wäre ja schade drum. Schauen wir nochmal. Hier ist ja noch ihr schöner Traumfänger. Ich finde, das passt so schön zusammen alles. Ich bin echt total begeistert. Ja, Wetter ist heute so lala. Ich freue mich schon aufs Fensterputzen hier. Ja, so, jetzt das nächste ist der Stuhl. Der kommt jetzt raus. Mal gucken, wo ich den hin tue. Ich denke erstmal ins Schlafzimmer, aber da haben wir so viel Platz. Ich denke, da kommt er erstmal hin. Gott, Leute, das sieht einfach so krass gemütlich aus. Wow. Also jetzt kann man sich das ungefähr vorstellen, wie ich mir das mit dem Sessel meine. Hier sollte ja sowieso so dieser Strandmoon von Ikea soll ja hier rein. Jetzt kann man sich das ungefähr vorstellen, wie ich mir das so dachte. Es sieht einfach so krass gemütlich aus. Ja, der Teppich bleibt jetzt nicht hier, der soll ja hier vorne hin.
Aber ich habe die jetzt erstmal hingelegt, weil das sieht einfach so krass gemütlich aus. Ja, hier soll noch so ein kleiner Tisch hin und eventuell mit einer Lampe oder so. Ja, was wir da hinten machen, ich weiß es noch nicht. Da kommt einfach eine Blume hin. Überall, wo man einen kleinen Platz hat, wo man zu viel Platz hat, kommt eine Blume hin. Ja, hier kommt dann noch mein Nachtschrank hin. Die Vorhänge haben wir übrigens auch schon gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Genau, das sind die Vorhänge mit Gardinenstange. Das kommt ja hier hin. Hier ist auch schon gestrichen jetzt. Ja, so sieht das bis jetzt hier aus. Ich glaube, wenn die Vorhänge dran sind, sieht das Ganze auch noch ganz anders aus, komplett anders. Ja, hier ist ja noch die Duschkabine. Und hier für unseren Kleiderschrank habe ich jetzt noch so Kisten gekauft. Für Socken und Unterwäsche und so. Finde ich das ganz praktisch. Da habe ich einmal eine und Felix hat auch eine. Ich denke, das passt ganz gut. Genau, so. Ach, schön, oder? Schreibt mir die Kommentare. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Außer dass die Farbe absolut nicht passt, aber. Sieht voll klein aus, so. So, die Kleine spielt hier mit ihrem Zug. Die findet sie so toll. Wenn ihr irgendwie vergleichbares Spielzeug habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Sie spielt nur mit diesem Zug. Echt unglaublich. Das ist toll, ne? Ja, wow. Ja. Müssen wir die alle in Teile suchen? Irgendwie sind die alle weg, die Teile. Das sind jetzt die restlichen. Alles weg. Hier fehlen zwei Stück. Hier fehlen einfach zwei riesengroße Klötze. Wo auch immer das ist, naja. So, da liegt jetzt noch die Decke, die auf dem Stuhl war. Und der eine Mond hier in die Himmel. Genau, Himmel. So, und jetzt fangen wir mal hier hinten an mit Freudeln. Wischen. Mit Wischen fangen wir jetzt an. Hier schön der Puppenwagen. Ja, da hinten fangen wir jetzt mal zu wischen. So, ich habe jetzt hier überall zweimal gefoilt. Sieht auch richtig schön sauber aus. Ich werde jetzt hier auch direkt die Tür zumachen. Ja, das Kabel muss da drin bleiben, leider. So, hier habe ich jetzt auch sauber gemacht. Grob, hier habe ich aber nicht gefoilt, weil hier wird es einfach noch total oft dreckig. Ja, aber hier habe ich erstmal überall gefegt. Hier habt ihr auch bestimmt gesehen, wie das hier aussah. Hier habe ich das alles aufgefegt. Ja, so. Bad habe ich auch gefoldet und hier habe ich auch gefoldet. Es trocknet gerade auch noch einmal komplett. Ja, das kann jetzt auch schön trocknen. Und dann habe ich das für heute geschafft. Ja, habt ihr eigentlich schon unsere Badewanne gesehen? Naja, jetzt habt ihr sie gesehen. Ja, das war es erstmal von diesem Bauvlog. Ich würde sagen, ich drehe weiter, wenn es hier oben weitergeht. Ich denke, das wird jetzt am Mittwoch soweit sein. Heute ist Montag. Mittwoch hat Felix ja wieder frei. Genau. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Bauvlog gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Aber ich habe voll fast was vergessen zu zeigen. Man sieht es auch fast gar nicht, ne? Aber Felix hat hier noch eine Wand gestellt. Da links kommt das Fenster hin, da rechts kommt die Terrassentür hin. Ich glaube, jetzt kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Das hat Felix jetzt auf jeden Fall die letzten Tage auch noch gemacht. Da links ist sogar schon gedämmt. Ja, da kommt jetzt nur noch Dämmung, Schalung und dann Fenster und Terrassentür.